geht denn deine epische Musik im Moment, sing mal. Nee, die ist zu episch, um sie nachzumachen. Jetzt sing aber doch Carsten, mal. Carsten, sing eigentlich mal. Müsste, er hat doch gerade gesungen. Eigentlich müsste man das Lied ja so... Ich kann die Stimme nicht. Hinterm Horizont. Ah ja, genau. Hinterm Horizont. Nee, ich krieg's nicht hin. Lass ihn nur nicht zu, geht's weiter. Julian ist am nächsten dran. Ein neuer Tag. Ja, das stimmt. Hinterm Horizont, immer weiter. Okay. Dafür kann ich... No, oh, 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 da! Das ist Reus. No. Da! Da, Herr Bird! Warum? Ich komme aus dir! Warum? Schigadier! Oh, Glück auf! Warum? Ach ja, schön. So, Stille. Stille. Bei dem ich bin schockiert, wirklich... das ist alles. Ey, der ist voll gut. Ich war jetzt dieses Jahr bei dem auf dem Live-Konzert. Ja, warst du jetzt? Ich habe immer das Gefühl, der hat irgendwie Tourette oder so. Nee, das ist Joe Cocker, den du da meinst. Nein, aber der ist... Carsten, ja. Aber ich Joe find, Cocker nicht tot? Ja, darum ja, deswegen, war. Deswegen war. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich wieder voll aus dem Konzept gebracht. Ich fahr dir gleich in die Karre. Kannst du gar nicht mehr, wenn wir alle auf 110 sind. Ja, du wirst gleich Schiss kriegen und abbremsen in der nächsten Kurve. Nee, ich werde bremst verliert. Außerdem habe ich Windschatten. Du hast auch Windschatten am Arsch, hast du Windschatten. Ich hab Windschatten. Windschatten haben wir alle, ja. Ja, einen Schatten. Ja, auf jeden Fall, ich fand's geil. Also ich bin Fan von dem. Ich find den gut. Da guckt einer. Ist einer hinter mir? Oh, siehst du? Und durch diese Manöver verlierst du nämlich an Boden. Und ich bin hinter dir. Du verlierst den Boden. Ich verliere den Boden unter dem. Ich bin hinter Shape dir und warte. Ich zählt mich am Boden. Okay. Na? Hi Anni. Na? Ich hab extra gewartet, ich hab gedacht, jetzt lass ich mich mal holen, damit ich dann Carsten? Wieder an einer MAN-Gurke vorbeiziehen kann. Na? Ich sag ja, irgendwann kommt der Punkt. Ja, weil der Andi jetzt gerade schlenkert hier. Nee, ich wollte den Chicoten mal vorbeiziehen lassen. Na? Achtung, du hast einen Carsten links von dir. Ich sag übrigens den Chicoten. Von dir war nett Rede. Ja, rechts rüber ziehen und dann direkt frontal in die Leitplanke. Ah, schön. Ah, schön. Ja, da freust du dich. Ah, ja, es sah gerade lustig aus. Ich will nicht, dass du das auch lustig hast. Ja, ich fand das auch lustig. Es sah so aus. Ich hab ja mal einen LKW voll unter Julian. Kontrolle. Ja, Andi. War lustig, ne? Ja, war lustig. War ein bisschen lustig. Nö, ich halt einfach Sicherheitsabstand von dir. Da komm ich zurück, das ist auch kein Problem. Ja, dann komm du zurück, dann fahr ich auf die andere Straße, Leute. Flugzeuge. Oh, ist das schön. So fliegendes Zeug. Ich glaube, an den Dingern sind wir schon Ja. Nee, ist das schön. Spiel abgeschmiert. Warum stehst du da? Weil das Spiel abgeschmiert ist. Okay, dann halte ich mal. Hui! Am besten hinter der Ausfahrt. So, dann schalten wir das Spiel einmal neu. Hä, warum fährt der Andi jetzt die Ausfahrt hoch? Weil der Carsten mir rein ist. Oh, mir ist schwindelig. Ich hatte einen Unfall. Ja, du bist mir voll reingeprezelt. Und deswegen fährst du die Ausfahrt hoch. Ich wollte abhauen. Ja, das war die Rache. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht? Was ist denn das jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, du hängst. Du musst erstmal vorfahren wieder, sonst kommst du da nicht raus. Es fährt doch ja nicht mehr vor. Doch, gib nicht Gas. Nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Nein, alles andere hier Richtung, ist andere Richtung drehen, andere Richtung. Shape up. Ja. Weiter. Ich zählt mich am Boden. Ja, es geht, ja, er kommt. Ich meine, es geht. Ja. So, nee, fahr noch ein Stück weiter vor und setz den gerade. Nein, Andi, nein! Du verhakst dich so. Das geht schon irgendwie. Nein! Fahr doch erstmal weiter geradeaus. So, dann noch weiter. Stell den komplett gerade. Super, Carsten, super, Motorfehlfunktion. Super, Carsten. Nee, ich bin doch nicht da hochgefahren.
Du bist mir aber reingefahren. Andi, warum hörst du nicht einfach mal auf mich? Fahr doch mal weiter geradeaus hoch und stell den LKW gerade. Gleich kommst du da gar nicht mehr weg. Ich komm da weg. Gleich, ja, und dein Hänger kippt gleich. Ich komm da weg. Er kippt gleich und da kommt einer. Nämlich der Chakotay. Und er kippt nochmal und oh, und er wackelt. Wie er da schaukelt. Ja, das ist jetzt das Andi, ich bin sauer schmusen, also das. Ja, guck. Wirst du direkt angehupt hier. Hi. Meinst du, du tust mir damit jetzt weh? Chakotay? Chakotay? Wo ist denn der Chakotay jetzt eigentlich? Oh, ich hatte das Mikro noch gemutet. Flugzeuge. Was? Hier sind die Flugzeuge. Ach, oh, ich hätte es. Andi, lass es. Ops. Lass es bliebe. Carsten? Oh. Ihr fangt euch gleich ein. So, da ist der Chakotay, wir können weiter. Chakotay. Ah, knapp verpasst den Chakotay. Oh, ich hab doch Hunger, Mensch. So, wir fahren jetzt ganz normal weiter, Andi. Ganz normal. Ja, das immer glaubst du doch auf. Wohl nicht. Das glaubst du doch wohl nicht, dass das jetzt noch normal weiter. Ganz normal, mit 110. Wackelt schon wieder so. Wackeldackel. Ich versuch da vorne irgendwie die Wimpel wieder gerade zu kriegen, die haben sich verkeilt. Ja, und gleich schaukelst du dich auf und fällst um und dann hast du die Wimpel gerade. Da fällt gar nichts um. Nein, du fährst auch nicht in Deko oder so. Kann ich mal enthaken? Oh, Standbild. Oh, Standbild hat's ja heute noch gar nicht, zum Glück. Das kann doch nicht sein. Jetzt hab ich habe mir aber Funktion. Angewöhnt. Ach, Menno. Ich hab mir aber angewöhnt, das vorher anzukündigen. Ja, hat er. Ey! Was? Und noch ein Flugzeug, ist ja, das tack. Schön. Ja, müssen wir gerade ausweichen. Danke. Was ja. Denn? Hey, du hast gerade den Wimpel entwirrt da vorne. Bitte, gerne. Hier sind so viele Flugzeuge. Fahren wir ab oder fahren wir nicht ab? Fahren wir ab oder? Geradeaus. Geradeaus. Hör doch mal zu. Hat der Carsten vorhin schon mal gefragt, Julia. Ja und? Da ich hab gerade dem Andi geholfen, die Wimpel zu entwirren. Ach ja, deswegen kannst du nicht zuhören oder was? Nee. Nein, er war beschäftigt. Lass war mal beschäftigt, siehst du? Oh, guck mal, da steht ein Flugzeug. Mimi. Nee. Ja, irgendwie die ganze Zeit nur Mimi. Nee. Kennt jemand das Geräusch noch von German Let's Play? Zuguckt. Ach nee, tut ja auch jemand. Ah, kennt jemand von euch das? Ja, ein paar Leute gucken uns zu. Ein paar, ja. Oh, ich hab eine rote Fehlfunktion. Leute zu. Aber kennt von euch noch einer das Geräusch, was der German Let's Play immer gemacht hat? Dieses. Ja? German Let's Play. German Let's Play nie toll. Ich fand den witzig. Kenn ich nicht. Ja, nicht. Ja, ja. Echt, ich fand das immer albern mit seiner Maske. Ja, der wollte sich halt nicht enthüllen. Vernünftig. Nee, enthüllen will nee, der wollte nicht. Sich nicht zeigen. Sein Gesicht. Ja, dann kann man die Kamera auch auslassen. Dann hat er die Maske angezogen. Ja, da kann man die Kamera auch auslassen. Ja, und? Aber vielleicht fanden das einige interessant. Das ist ein Mysterium. Die fragen sich heute immer noch, wie der aussieht. Ja, fragen sich bei mir wahrscheinlich auch. Ja, bei dir stelle ich bald mal ein Foto online, wie du aussiehst. Nein. Mach ich nicht, keine Sorge. Ja. Mach ich nicht, keine Sorge. Ich weiß, wie ihr alle aussieht. Ja. Ja. Beim Carsten weiß es durch WhatsApp. Ja, bei dir auch, du Vogel. Nee, der hat mich schon mal vorher in der Webcam gesehen. Beim Carsten wusste ich es tatsächlich vorher schon, weil ich irgendwann mal gesehen habe, dass er in der, auf der Gladbeck-Seite irgendwas kommentiert hat. Ja, stimmt. Ich auch. Ach, hab gesehen, so. Na, Carsten A, den kennst du doch irgendwo her. Den kennst du, 1 und 1 zusammengezählt, wa? Kleiner ja. Gauner, du. Du kleiner Gauner, Mensch. Potzblitz. Aber den Julian, den habe ich auf Facebook noch nicht gefunden. Nee, aber ich habe auch kein Foto auf Facebook. Nee, kein nee. Foto. Nee. Kein Foto. Der Julian ist fotofrei. Kein Foto? Nee, kein Foto. Kommt noch. Wo seid ihr eigentlich alle? Kein Foto? Nee, kein Foto. Ich bin jetzt erst bei der Tanke. Hier ist gleich so eine große Talbrücke, da fahren wir drunter her. Da bin ich gleich. Naja. Direkt. Ich sammle jetzt gleich erstmal den Carsten wieder auf. Mach das. Der Andi versucht mich aufzusammeln. Oh, Motorfehlfunktion. Oh, wo ist die denn her? Oh, weiß ich auch nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Einfach passiert. Ach, guck mal, hier ist so eine große Brücke. Da fahre ich jetzt runter durch gleich.
Ja, aber erst gleich, weil ich fahre nämlich jetzt da drunter durch. Du kannst da nämlich dann erst gleich da drunter durchfahren, weil ich bin ja vor dir. Du hast du aber 1 und 1 zusammengezählt, aber. Boah, Carsten, du hast es ja drauf. Du bist ja, solltest Sherlock Holmes werden, du. Ich bin ein Genie. Ein Genie? Genie? Tal? Ein Genie. In der Flasche, ja. Der geht nie. Er geht nie. So, ich bin jetzt da? Unter der Brücke durch, gleich. Wir haben noch 35 Kilometer. Ja, und danach nochmal 100 nach Bums. Na toll, dann nochmal 100. Geschätzt 100. Ja, das war blöd, ey, dann nochmal 100. Aber viel, ne? Wenn du fahren willst, ne? Ja, das ist ein Stück gewesen, das du gefahren. Ist es noch ein Stücke? Ist es noch ein kleines Stücke? Ist es noch ein kleines Stücke? Ist es noch? Fahren wir jetzt auch? Der Janus hat ja noch Stockholm angefangen. Fahren wir jetzt runter? Fahren wir runter? Fahren wir runter? Nein, ach, fuck, ich bin runtergefahren. Warum fährst du jetzt runter, Julian? Was machst du denn? Ey, wegen dir dauert das jetzt wieder länger. Oh, jetzt wäre ich ihm fast noch nachgefahren. Ja, warum? Ja, weiß ich nicht. Ja, siehst du dich auch nicht. Ja, aber ich komme ja wieder rückwärts raus hier. Ist ja alles gut. Vorwärts rein, rückwärts wieder raus. Julian, da kommt einer. Oh, okay. Standbild. Carsten auch? Da steht einer. Schilber. Wir sind in der City drin. Wann fahren wir denn ab? Das ist der Alex. Gar nicht. Ist das hier Stockholm? Immer geradeaus. Standbild. Standbild, ich sehe es. Wir müssen hier übrigens die Ausfahrt nehmen dann. Ja, nach also der Stockerholme. Cool. Frag mich, wo ihr seid. Ja, ich warte mal auf den Andi. Kannst auch mal auf mich warten. Da, genau, da rein. Ne, auf dich warte ich nicht. Arsch. Pisser. Ja, ich stelle mich getan. Jetzt mal hier hin mit meiner Blinkelicht. Gar nichts getan habe ich dir. Null. Ja, null. Null habe ich dir getan, du. Das ist ja das, der Carsten fühlt sich vernachlässigt von dir. Wo bleibst du? Er muss erst rückwärts da wieder rausfahren, wo er hingefahren ist. Das ist nicht so leicht, das ist ein Stück. Das war kein Stück, ich habe ja gebremst. Ich fahr schon mal meine Fracht weg. Ja, ja, ich bin hinter dir direkt. Ja, ja, habe ich gesehen. Oh, ich mein Motor geht jetzt wegen dir. Ich lebe dir am Arsch. Schwein. Ja. Wie eine so, lästige Carsten, danke. Fliege, ja. Und dann da rechts LKW konnte man nicht übersehen. So, der weiß ich nicht. Heißen. Der ist pink. Der ist cool. Nein, der ist blau. Ach ja, stimmt, der ist blau. Der ist nicht mehr. Der ist ja gar nicht pink. Guck mal, das ist, hat sich schon so eingebrannt. Ja, siehst du? Geradeaus. Nämlich einmal ein anderes Repaint, da ist der Motor auch schon aus. Glaube ich, hoffe ich. Wo seid ihr? Bei meiner Firma. Ja, die no heißt? Ja, okay, dann ist sie richtig. Okay. Warte mal, ich glaube, ich fahre mal in die Werkstatt. Das, oh, oh, ja, das habe ich dank dem Carsten. Der Carsten hat meine Ladung zertrümmert. Das muss ich soll jetzt ich mal die so mal zertrümmern? Ich fahre nämlich jetzt rein. So. Nee. Doch, mache ich jetzt aber. Nein. Doch, so, von der Seite. Haha, hast du Glück gehabt. Das ist ganz praktisch übrigens, dass meine Fracht ein Loch hat. Kann ich durch die Fracht nämlich durchgucken. Also so weit war die Werkstatt jetzt auch nicht weg, Andi. Ja, bevor du mir nochmal reinfährst. Ah, du Pussy. hält der einfach ab, ey. Boah, ey. Voll gemein. Ja, ne? Voll gemein. Ah, guck mal da. Beschädigt. Nee, ist nur der Dodo. Ist nicht der. Dodo? Der kann doch gar nicht mehr fliegen. Ich dachte, Jackson 5 wäre da. So. Ihr habt alle Paranoia vor dem, kann das? Ja, weil alle nach dem roten Scania suchen. Wir denken, das könnte der sein. Seid ihr schon an der Werkstatt jetzt, oder? Ja, ich stehe in dir drin. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Also ich habe jetzt repariert und ich speichere nochmal in der Werkstatt. Und dann lass uns bitte unsere Fracht abliefern. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich noch meine Fracht finde, aber hier gibt's keine leider. Zum Glück. Das ist gut. Muss ich leider solo fahren. Ja, das ist blöd. Müssen wir leider den Julian jetzt eskortieren. Nee, der Andi hat ja auch noch seine Fracht. Ja, ja, aber wir werden uns der Andi hat auch noch seine Fracht. Um den Julian kümmern. Nein, der Andi hat auch noch seine Fracht. Es wird hier schon wieder dunkel, das war aber nicht lang Tag. So, doch, wir waren nur lange unterwegs. Wer fährt vor, Andi, du oder ich? Fahr du vor. Okay, ja, will ich eigentlich nicht, aber ich fahr vor. Links raus, bitte. Bach Promille 2.0. Links raus, bitte. Okay. Hi, Jacody, musst du nochmal reparieren, oder? Nein. Gut. So, und die und nächste, die erste. Die erste. Weil raus. Wenn du falsch fährst, dann kann ich noch reagieren und kann richtig fahren, deswegen. Was hat denn jetzt das Rädern mit zu tun? Und hier dann auch wieder die erste raus? Ja.
Genau. Hey, wo willst du denn hin, Julian? Ja, wir müssen nach Dings. Nach Dings? Wir müssen doch jetzt auf die Autobahn. Ich setz mir den Navi-Punkt. Wir müssen nach Uppsala auf die Autobahn. Ich setz mir den Navi-Punkt. Ach, Julian, fahr doch mal. Zur Werkstatt Julian. Julian. Der Chakoti steht vor mir, ich kann nicht fahren. Würdest du mal fahren? Der Chakoti steht vor mir, ich kann nicht fahren. Du machst mich gerade kaputt, fährst du jetzt mal bitte? Ich mach dich kaputt, weil ich stehe ja. Und du gegen mich fährst, ja, ist ja, klar. Wenn ich durch hast muss. Eine Arsch auf, ey. Aber volle Pulle. Kaum drauf, fahren wir wieder runter. Ist toll. Kommt ihr auch mal? Ja, ja. Ja, wir fahren direkt wieder runter.